Warnung gewesen sein, dass es hier gegen einen schwierigen Gegner ist, der keinesfalls zu unterschätzen ist. Für Israel ist dies das erste Spiel in dieser Qualifikationsgruppe. Die Österreicher haben, wie erwähnt, das erste Spiel in Paris gegen Frankreich mit 0:2 verloren. Eine dicht besetzte Ehrentribüne mit zahlreichen Beobachtern aus dem Ausland. Der schwedische Teamchef Tommy Svensson ist da. Der französische Teamchef Ouyer. Simon Wiesenthal habe ich gesehen als Beobachter hier. Die Ränge weit weniger dicht besetzt. Bundespräsident Gestil neben ihm, Minister Außenwinkler. Die Ränge, wie gesagt, weit weniger dicht besetzt als die Ehrentribüne. Allerdings stehen noch sehr viele Zuschauer vor dem Stadion, denn es gibt heute verstärkte Sicherheitskontrollen bei diesem Spiel gegen Israel. Die Erwartungen in der österreichischen Mannschaft sind hoch gesteckt. Man rechnet hier mit einem Sieg, der geradezu lebensnotwendig ist, will man die Chancen auf eine Teilnahme bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA aufrechthalten. Das ist eine kleine Kolonie von Schlachtenbummlern aus Israel und jetzt betreten die beiden Mannschaften das Spielfeld. Österreich mit Andreas Ogris als Kapitän. Die Österreicher mit einer ganz anderen Taktik als in Paris. Aber zunächst einmal die Aufstellungen. Wohlfahrt im Tor mit der Nummer 1. Prosenik rechts im Mittelfeld, Nummer 2. Streiter, einer der beiden Verteidiger mit der Nummer 3. Watzinger ganz links im Mittelfeld mit der Nummer 4. Nummer 5, Manfred Schack. Aber zunächst die Hymnen. 6 Schinkels. 7 Ogris, der Kapitän. 8 Artner, 9 Polster, 10 Herzog und 11 Peter Stöger, Teamchef Ernst Happel. Das Schiedsrichter-Trio aus Portugal. Israels und jetzt die österreichische. Thank you.
Die Stimmung ist gut, Sie hören es. Hier die Begrüßung der beiden Kapitäne Ogris für Österreich und Abraham Cohen für Israel. Es ist das vierte Länderspiel zwischen Österreich und Israel. Die drei vorangegangenen haben alle in Israel stattgefunden. Jetzt die Aufstellung der Mannschaft von Israel. Ginzburg im Tor, Cohen, der Kapitän, mit der Nummer 2, Harasi mit der Nummer 3, 4 Hassan, 5 Amar, mit der Nummer 6 Klinger, Ben Shimon mit der Nummer 7, 8 Nimni, 9 Tikva, die Sturmspitze, 10 Sohar und mit der Nummer 11 der große Star Ronny Rosenthal. Das ist der Trainer Schlomo Scharf. Ja, die Österreicher erwarten, dass Israel mit einer Sturmspitze beginnt und darauf ist auch die Taktik der österreichischen Mannschaft ausgerichtet. Zwei Verteidiger auf einer Höhe, nämlich Chuck und Streiter. Im Mittelfeld dann Prosenik, Artner, Schinkels und Watzinger. Dann sozusagen zwei Mann im vorgeschobenen Mittelfeld, nämlich Stöger und Herzog. Und als Sturmspitzen Ogris und Polster. Ernst Happel geht also bewusst ein hohes Risiko ein. Aber er weiß, die österreichische Mannschaft muss einfach dieses Spiel gewinnen, um die Chancen auf eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Amerika aufrecht zu halten. Ernst Happel ist jetzt aus der Kabine gekommen, von der Krankheit gezeichnet. Aber bei den Hymnen, da bleibt er lieber in der Kabine. Artner. Wir müssen ähnlich aggressiv spielen wie die Franzosen gegen uns, haben die Österreicher gesagt. Eine überharte Attacke von Artner gleich. Wir sehen es hier noch einmal, mit dem gestreckten Fuß eingestiegen ist da Peter Artner. Ich glaube, es war Nimni. So, aber das Spiel läuft weiter. Rosenthal. Erste gefährliche Aktion, sicherlich keine leichte Aufgabe für die beiden österreichischen Verteidiger. Foul an Ogris, aber nicht gegeben vom portugiesischen Schiedsrichter Pinto Correia. Streiter. Ogris liegt noch immer am Boden. Jetzt erst darf er behandelt werden. Hier diese Attacke mit dem Fuß getroffen und mit dem Ellbogen von Ben Shimon Andreas Ogris. Die österreichische Bilanz gegen Israel ist durchaus positiv. 2 Siege, 1 Unentschieden bei bisher 3 Spielen, die alle in Israel ausgetragen wurden.
Die Ränge füllen sich, noch immer strömende Zuschauer ins Stadion. Rosenik. Schrecklicher Fehlpass. Klinger. Dikwa. Herzog. Von ihm erwartet man ja heute besonders viel nach seinem großen Spiel mit Werder Bremen gegen Bayern München. Da ist ein bisschen kleinlich der Schiedsrichter aus Portugal, Pinto Correia. Herzog. Streiter. Ja, jetzt muss es sehr viel Bewegung im Spiel der Österreicher geben, um diesen dichten Abwehrriegel der Israelis zu knacken. Foul an Herzog. Schön langsam gewöhnt man sich an den Anblick mit den kurzen Haaren. Polster. Natürlich bei Polster mit den kurzen Haaren. Jetzt Herzog. Polster. Fünf Minuten vorbei, 0:0. Polster, Ogris, Herzog, Agner, jetzt Stöger, ideal gespielt für Watzinger. Und das war weit weniger ideal gespielt, dieser Pass von Robert Watzinger. Schinkels, Herzog. Der erste gefährliche Schuss auf das Tor der Israelis von Andreas Herzog in der 7. Minute. Hier noch einmal Teuter Ginzburg lässt den Ball oft fallen, aber er ist ein vor allem auf der Linie sehr sicherer Torhüter, ein wahres Sprungwunder. Chuck. Und immer wieder wird Andreas Herzog gesucht. Doppelpass, sehr schön. Polster. Foul von Artner wieder. Wir brauchen ein schnelles Tor, hat Ernst Happel gefordert. Und die österreichische Mannschaft versucht, diesen Marschbefehl zu erfüllen. Rosenthal. Nimm. Keine Gefahr bei diesem Schuss von Klinger. Franz Wohlfahrt zurzeit die Nummer 1, mit der Nummer 1, hat sich in Paris bewährt. Herzog, sehr schöner Pass für Prosenik.
ein Austria-Trio sozusagen dort auf der rechten Seite mit Prosenik, Stöger und Ogris, die allerdings ja jetzt beim LASK spielen. Chuck. Schinkels. Die Israelis haben in einer Reihe von Vorbereitungsspielen durchaus beachtliche Ergebnisse erzielt. Foul an Herzog. Stöger. Chuck. Er verfügt über einen Mordschuss, aber wenn er einen Gegner anschießt, dann hilft alle Schärfe nicht. Matzinger, hoffentlich gelingt ihm die Flanke diesmal besser. Das kann gefährlich werden. Einer dieser Konter über Zohar. So nicht. So lang dieser Pass für Ogris. 10 Minuten vorbei, 0:0 noch immer, aber eine österreichische Mannschaft, die hier ganz eindeutig das Spiel bestimmt und drängt. Artner. Schade drum. Bisher gewinnen die Österreicher auch viele Zweikämpfe. Stöger. So lange gewartet jetzt. Schade drum. Rosenthal gegen Chuck. An die Latte. Ronny Rosenthal. Starstürmer beim FC Liverpool. Überläuft hier die österreichische Abwehr. Schneller als Chuck, hebt den Ball über Wohlfahrt und dann streift der Ball die Latte. Das hätte schon fast das Ende aller Hoffnungen bedeuten können. Wird hier noch deutlich behindert von Chuck. Dennoch gelingt es ihm, den Ball über den Torhüter zu heben, aber auch über das Tor. Da ärgert sich Ronny Rosenthal, verständlich, denn ein Auswärtstor, das hätte hier der Mannschaft aus Israel schon sehr viel bedeutet. Für Österreich wäre es entsprechend bitter gewesen. Ja, das sind diese Konterschläge, vor denen Ernst Happel gewarnt hat, vor denen auch Dietmar Constantini gewarnt hat, der die Mannschaft dreimal beobachtet hat. Angeschlagen Frenkie Schinkels. Dick war. Zohar. Einige sehr gute Techniker in der Mannschaft. Ogris. Sehr schön gespielt. Herzog. Der erste Eckball für die Österreicher. Stöger mit dem rechten Fuß von der linken Seite.
Schinkels. Hoffentlich hat der Toni Polster mit den Haaren nicht auch seine Durchschlagskraft verloren, so wie Samson. Bisher hat er sich kaum einmal in Szene setzen können. Hartner. Hassan. Klinger. Achtner, sehr gut gemacht. Jetzt muss der entscheidende Pass kommen. Ogris. Guter Schuss von Andreas Ogris. Hier die Wiederholung. Man spürt es, dass er jetzt langsam seine frühere Form erreicht. Dass er allmählich wieder jene körperliche Fitness mitbringt, die ihn ausgezeichnet hat. Nach einer Viertelstunde noch 0:0. Die Österreicher bisher mit zwei gefährlichen Schüssen, aber die größte Chance, die hatte bisher die Mannschaft aus Israel mit diesem Lattenschuss von Ronny Rosenthal. Schinkels. Stöger. Und der Torhüter Ginzburg. Bisher ganz sicher, hat bei den Glasgow Rangers gespielt. Eines kann man schon nach dieser ersten Viertelstunde sagen, diesen sogenannten Pflichtsieg wird sich die österreichische Mannschaft hart erarbeiten müssen. Hartner. Chuck. Schinkels. Gute Idee, schlechte Ausführung, zu lang der Pass, gedacht für Watzinger. Die Fans aus Israel machen sich bemerkbar, immerhin mehr als 17 Minuten gespielt, 0:0 noch immer. Stöger. Zohar. Das ist der Libero, Ben Shimon. Nimni. Der Polsterbewacher geht einmal mit, Amar.
Ui, da haben die Österreicher nicht aufgepasst. Das kann noch gefährlich werden, aber abseits von Rosenthal. Nicht dick war, wie angekündigt, ist die einzige Spitze bei der Mannschaft aus Israel, sondern Rosenthal. Auch Tikva kommt aus dem Mittelfeld. Rosenik. Gegen Litauen ist ihm nach einem Doppelpass ein ganz ähnliches Tor gelungen. Gegen Litauen gab es übrigens den einzigen Sieg unter Ernst Happel bisher. Artner, Stöger. Ja, ihm müsste einmal eine Leistung wie bei der Austria gelingen. Polster. Karten waren im Vorverkauf abgesetzt worden. Ich würde schätzen, dass jetzt etwa 14.000 Besucher hier sind. Chuck. Weitschüsse sind sicherlich auch ein Rezept gegen diese dicht gestaffelte Abwehr. Schinkels, Ogris, gleich ausgebessert den Fehler, Stöger jetzt angeschlagen, Spiel geht weiter. Da zeigt Andreas Ogris, ich bin gestoßen worden, das war ein Foul. Aber Schiedsrichter Pinto Carreira hat ebenfalls sofort reagiert und gezeigt, nein, das war kein Foul. Ja, ja, hat es auch ein bisschen nach einer Schwalbe ausgesehen. War ein Zweikampf, aber kein Elfmeter. Harasi war der Gegner von Ogris. Ogris sehr zweikampfstark. Rosenthal. Und Schinkels. Sehr gut zurückgekommen da. Herzog. Polster, Rosenik, die Angriffe der Österreicher leiden bisher darunter, dass Polster und Ogris sich kaum einmal lösen können. Jetzt Herzog. Jetzt hätte er einmal Platz.
Ogres. Und immer wieder ist noch irgendein Bein eines Gegners dazwischen. Wahrscheinlich kaum noch ein Fuß eines israelischen Abwehrspielers, der noch nicht getroffen wurde. Abseits von Rosenthal. Idealer Pass von Herzog für Ogris. Aber wieder nichts daraus geworden. Polster. Schinkels. Schüsse aus größerer Entfernung, das wäre eine Methode, hier zum Erfolg zu kommen. Das ist der Frenke Schinkels, der eingebürgerte Österreicher aus Holland. Stöger, mach's einmal wie bei der Austria. Bei der Austria gelingen ihm solche Haken mit spielerischer Leichtigkeit. Hier bleibt er hängen. ...25 Minuten vorbei. Ein Sturmlauf der Österreicher allerdings. Noch unbedankt bisher 0:0. Herzog. Polster leider bisher ähnlich wie in Paris gegen Frankreich. Aber es ist sicherlich auch nicht leicht für ihn, in dieser massierten Abwehr mittendrin zu stehen. Stöger, Polster, kommt nicht zum Ball. Applaus für die Flanke, Applaus vom Polster für Stöger, aber uns wäre wahrscheinlich lieber gewesen, der Peter Stöger hätte dem Toni Polster applaudieren können, weil er den Ball getroffen und ins Tor gebracht hat. War. Vorteil. Riesenglück jetzt für die Österreicher. Da wäre Zohar alleine auf und davon gewesen. Polster. Rosenthal hat da geschubst. Chuck. Die Österreicher kämpfen, arbeiten,
versuchen auch zu spielen, aber die großen Aktionen, die fehlen bisher und vor allem fehlt ein Tor. Herzog. Gut gemacht von Schinkels, gerade noch an den Ball gekommen. Stöger. Gut gemacht einmal. Prosenik. Schinkels. Hui. Ja, auch einen Teamspieler kann sowas passieren. Da wird er sich jetzt selbst am meisten ärgern. Am liebsten würde er sich wahrscheinlich jetzt ein Loch graben, um dort zu versinken. War. In Ansätzen die Angriffe der Israelis immer wieder gefährlich. Schinkels. Polster. Ist jetzt einmal vorbeigekommen. Schade drum, aller Einsatz vergeblich von Christian Prosenik. Eine halbe Stunde vorbei. Das Spiel wird mit einem Abstoß vom Tor der Mannschaft Israels fortgesetzt. Amar wieder einmal Sieger gegen Polster. Punkteverhältnis spricht klar für den Verteidiger bisher leider. Foul von Schinkels gegen Rosenthal. Schon ein klasse Spieler, wir sehen es auch bei diesem Dribbling. Aber ein Stürmer, der sich beim FC Liverpool in England durchsetzt, der muss ja einiges können. Franz Wohlfahrt in Erwartung des Freistoßes. Abseits, abseits, abseits. Watzinger, Chuck. Herzog. Streiter. Prosenik, gut gemacht. Ogris.
Foul an Watzinger. Begangen von Zohar. So, jetzt muss mehr Bewegung ins Spiel der Österreicher kommen. Stürmer lassen sich zu sehr festnageln auf ihren Positionen. Polster. Herzog. Herzog ist ganz sicherlich die bestimmende Figur im österreichischen Spiel. Watzinger. Jetzt wird es wieder gefährlich. Wieder einmal ein Konter. Hasan. Streiter hat ihn abgeblockt. Chuck, Stöger. Rosenthal. Dikwa. Herzog. Ogris hat die Hände gerungen. Gefährlich. Dick war wieder. Zohar. Kein schlechter Schuss. Aus großer Distanz. Hasan. Hier ist er noch einmal. Da muss sich Wohlfahrt gewaltig strecken, dass er an diesen Ball noch kommt. Amar. Herzog. Seine Ballbehandlung, eine Augenweide. Polster. Bisher nicht der Abend des Toni Polster, der ja jetzt bei Rayo Vallecano in Spanien spielt. Stöger. Herzog. Polster. Herzog! Schinkels! Artner! Schinkels, Herzog, Paulan Herzog, Hasan, Watzinger. Polster kommt nicht an den Ball. Peter Artner
mit einer sehr starken kämpferischen Vorstellung bisher. 7 Minuten noch knapp in der ersten Hälfte, 0:0. Das schnelle Tor ist also nicht gefallen. Und je länger das Spiel wird, umso schwieriger wird die Position der Österreicher. Rosenthal. Ronny Rosenthal. Hier noch einmal mit diesem Schuss. Einmal hat er mit einem Schuss schon die Latte gestreift. Herzog. Rosenthal gegen zwei Österreicher, vorbei an Streiter. Gefault von Adner. Dieser Ronny Rosenthal, der beschäftigt immer zwei, drei österreichische Abwehrspieler. Alle Österreicher am eigenen Strafraum, mit Ausnahme von Polster. Obwohl die Österreicher das Spiel klar bestimmen, meist im Ballbesitz sind, die Israelis hatten zumindest ebenso viele Chancen wie die Österreicher und mit dem Lattenschuss von Rosenthal sicherlich auch bisher die beste dieses Spiels. Schinkels. Schinkels. Stöger. Und wieder Ginzburg. Herzog, gut gemacht. Herzog an die Latte und der Ball ist im Tor. 1:0 für Österreich. In der 42. Minute das vierte Tor von Andreas Herzog in der Nationalmannschaft. Seit 11. April 89 hat er im Team nicht mehr getroffen. Und jetzt ein super Tor zum 1:0 für Österreich. In der 42. Minute. Hier die Wiederholung. Brosenik erfasst die Situation am besten. Und jetzt schauen Sie sich diese Körpertäuschung von Herzog an. Lässt seine Gegenspieler mit diesem Haken aussteigen. Trifft die Latte und von dort pendelt der Ball ins Tor. 1:0 für Österreich. Der beste Spieler in der österreichischen Mannschaft hat hier Österreich auch in Führung geschossen. Czak. Stöger. Polster. Ja, in seinem 51. Länderspiel, damit stellt er übrigens die Marke von Trainer Ernst Happel ein. Da gelingt ihm bisher wirklich fast überhaupt nichts. Schade, dabei würde diese österreichische Mannschaft einen Toni Polster in Form dringend brauchen.
Herzog! Noch immer Herzog! Schade drum! Jetzt spielt er wie entfesselt! Wieder eine Unaufmerksamkeit der Abwehr der Israelis ausgenützt. Zwei Gegner aussteigen lassen, aber dann am Tor vorbei. Und jetzt an die Andi-Sprechchöre, die hat er sich redlich verdient. Letzte Minute vor der Pause. Chuck hat versucht, da den Ball aufs lange Eck zu schlenzen. Dieses Tor hat der österreichischen Mannschaft sichtlich Auftrieb gegeben. Manfred Chuck, sonst Libero, heute einer der beiden Innenverteidiger, aber die Israelis haben jetzt etwas umgestellt. Mit Tikva eine zweite Spitze nach vorne genommen. Streiter und Watzinger sind jetzt die Manndecker. Herzog. Und jetzt geht er wieder auf und davon. Stöger. Herzog. Und 2:0. Unglaublich. In der 45. Minute das 2:0, der Torschütze, wieder Andreas Herzog. Und jetzt sein 5. Länderspieltor hier und da merkt man ihm die Erleichterung an. Freigespielt von Stöger und 2:0 für Österreich. Die Tore sind nicht früh gefallen, aber sie sind gefallen jetzt in der ersten Hälfte. Stöger abgeblockt zunächst, aber dann trifft Herzog zum 2:0 und er bestätigt sich als Klassespieler. Hier noch einmal, der Ball noch ein bisschen abgefälscht vielleicht, 2:0 für Österreich, beide Tore erzielt von Andreas Herzog. Nachspielzeit schon über 1,5 Minuten. Holster, vielleicht steigert auch er sich jetzt. Jawohl! Kommt vorbei. Schade drum. Stöger wäre völlig freigestanden auf der rechten Seite. Der zweite Corner für die Österreicher, also noch eine Chance. Stöger. So, und wo bleibt der Pausenpfiff? Da ist er. Österreich führt gegen Israel durch 2 Tore von Andreas Herzog mit 2:0 in der 42. und in der 45. Minute hat Herzog getroffen. Und damit gebe ich vorerst zurück auf den Königelberg. So, also 2:0 für Österreich, das ist der so erfreuliche Zwischenstand. Allerdings, es hat lange gedauert, bis die Zuschauer hier im Stadion erlöst wurden, sozusagen mit dem ersten Tor von Andreas Herzog in der 42. Minute und dann in der 45. Minute folgte das 2:0. Hier das 1:0, dieser Gewaltschuss, der von der Latte ins Tor pendelt zum 1:0, sein 4. Tor im Nationalteam. Er hat lange drauf gewartet, seit 11. April 1989 hat er im Team nicht mehr getroffen, nachdem er schon bei seiner Premiere gegen die Türkei in der WM-Qualifikation 2 Tore erzielt hat. Hier noch einmal der Pass von Prosenik. Herzog erfasst die Situation am schnellsten mit einer Körpertäuschung. 2 Gegner aussteigen lassen.
und dann knallt er den Ball an die Unterseite der Latte und der Ball springt ins Tor. Das war das 1:0. Und jetzt das zweite Tor, Solo von Stöger, wird abgeblockt kurz. Der Ball kommt zu Herzog und der trifft zum 2:0 genau ins Eck. Der überragende Spieler in der österreichischen Mannschaft bisher trifft auch zum 2:0. Beide Tore also von Andreas Herzog, der auch bei Werder Bremen starke Leistungen geboten hat. So, und damit gleich zu Gerhard Zimmer, der Interviewpartner hat. Hier auf der Ehrenloge treffen wir auch Simon Wiesenthal, den Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums in Wien. Wie hat Ihnen das Match bisher gefallen? Schauen Sie, drei Viertel der Zeit spielte Österreich auf der israelischen Hälfte. Daher diese 2:0 verdient in dieser Situation, obwohl beide Seiten auch Patzer gemacht haben. Zu wem halten Sie heute? Zu Österreich oder zu Israel? Leider. Danke vielmals. Hier auch Bundespräsident Thomas Gestil. Sie sind ein Sportfan. Man hat Sie bisher in der Öffentlichkeit nur als Tennisfan gekannt. Aber ich glaube, vom Fußball verstehen Sie sehr viel. Man hat mich schon oft auf Fußballspielen gesehen. Ländermatch, Austria Rapid, bin ich gerne gegangen, wenn ich Zeit hatte. Und ich verstehe, ich habe auch in der Jugend sehr viel selber gespielt. Und wie beurteilen Sie diese erste Hälfte? Es ist das Konzept der israelischen Mannschaft nicht ganz aufgegangen, zu mauern und dann zu kontern. Es war sehr gefährlich einige Male für Österreich. Wir waren überlegen und zum Glück haben wir die zwei Tore gemacht. Jetzt wird es leichter gehen. Die Mannschaft ist schon auf dem Spielfeld. Das Spiel läuft weiter und ich gebe zu meinem Kollegen Hans Huber. Genau 20 Sekunden jetzt vorbei. Beide Mannschaften unverändert wieder auf das Spielfeld gekommen. Hoffentlich geht es jetzt in jener Tonart weiter, wie die erste Hälfte aufgehört hat. Polster. Bei Polster muss es nicht unbedingt so weitergehen wie in der ersten Hälfte. Von ihm erhoffen wir eine Steigerung. Dick war. Abseits. Abseits von Rosenthal. Ronny Rosenthal bisher der auffallendste Spieler in der Mannschaft der Israelis, neben Amar, dem Bewacher von Polster. Aber diesmal war Rosenthal abseits. Rosenig, Artner, Schinkels, gut gemacht, durch die Beine gespielt, aber dann in die Arme von Ginzburg. Cohen. Cohen hat auch in England bei Liverpool gespielt und bei den Glasgow Rangers, also durchaus ein erfahrener Mann. Herzog, Artner, hat sich da den Ball ein bisschen weit vorgelegt, das kann gefährlich werden. Klinger, Streiter, gut gemacht. Schinkels. Jetzt versuchen die Österreicher den Gegner ein bisschen aus der Deckung herauszulocken. Watzinger. Jetzt hätte er noch einmal auf Herzog schauen müssen. Versucht selbst mit einem Fernschuss und trifft in die Arme von Ginzburg.
Imponierend bei den Österreichern ganz sicherlich das Vorchecking bisher. Der Gegner wird sehr früh attackiert. Stöger. Chuck. Noch einmal für Stöger. Gut gemacht. Gut. Polster. Und der Ball ist im Tor. 3:0 für Österreich. Toni Polster. Eine großartige Aktion der Österreicher. Chuck, Stöger und dann Polster mit dem 3:0. In der 5. Minute der 2. Spielhälfte trifft er zum 3:0. Hier die Flanke von Stöger hinter die Abwehr. Und Polster trifft mit einem Hechtkopfball. Sein erstes Tor mit den kurzen Haaren, mit dem Kurzhaarschnitt. Vielleicht hat ihm der bei diesem Kopfball ein bisschen geholfen. Hier noch einmal. Super Zeitlupe, super Tor, alles super im Augenblick, 3:0. Abseits. Trotz einer bisher enttäuschenden Vorstellung, also ein Tor von Polster. Sein 20. Treffer in der Nationalmannschaft übrigens. Stöger. Foul an Rosenthal wird entschieden. Und jetzt ein Austausch bei den Israelis. Berkovic kommt anstelle von Cohen. Die österreichischen Fans geben ihrer Freude auch mit diesem Rauchausdruck. So, jetzt also der Wechsel. Eyal Berkovic kommt. Der Kapitän verlässt also den Platz. Jetzt der Freistoß für Israel. Und die Israelis holen einen Treffer auf. Der Torschütze ist Zohar. Zohar aus diesem Freistoß in der 53. Minute stellt er auf 3:1. Über die österreichische Mauer gehoben den Ball. Und jetzt auch wieder Begeisterung bei den Fans aus Israel. Hier die Wiederholung. Trifft da in die Lücke, die Rosenthal aufgemacht hat. 3:1. Achtners Einsatz, bewundernswert. Jetzt Ogris, Ogris alleine gegen den Libero, kommt vorbei und gehalten. So schlecht war der Schuss nicht, dass man sich so ärgern muss. Aber auch der Andreas Ogris braucht natürlich dringend ein Tor, schon auch zur Selbstbestätigung für die weiteren Spiele beim LASK. Herzog, einfach überall.
Jetzt dürfen die Österreicher nur nicht nachlassen. Berkovic und Wohlfahrt vor Rosenthal. Jetzt heißt es aufpassen, dass die Begeisterung der Österreicher nicht zu groß wird. Schinkels. Gut gemacht. Berkovic, ein gefinkelter Spieler, ebenso gefinkelt war in dieser Situation Streiter. Spiel läuft weiter, zeigt der Schiedsrichter, dick war, Rosenthal. Berkovic ganz alleine und wieder Wohlfahrt. Jui, 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 jui. Jetzt gleich drei große Möglichkeiten für die Israelis. Hier die Wiederholung, Berkovic ganz alleine. Und da kann Wohlfahrt gerade noch rücken. Jetzt dürfen sich die Österreicher nur nicht von der Begeisterung mitreißen lassen. Müssen aufpassen, dass hier nicht noch ein zweites Tor die Israelis stark macht. Herzog. Polster! Wieder eine ideale Flanke von Herzog. Hier noch einmal der Kopfball vom Polster. War nicht leicht, war sehr hoch. 11 Minuten jetzt nach der Pause gespielt. 2 Tore schon nach dem Seitenwechsel. Stöger. Rosenig. Herzog, Ogris, Schinkels, gut gemacht, Polster, Herzog wäre hinter Polster besser platziert gewesen, aber wie soll das der Toni Polster sehen? Das Publikum bisher höchst zufrieden. Herzog holt sich wieder den Ball. Foul von Harasi. Hoffentlich ist ihm da nichts passiert. Rutscht schon fast aus, kommt dennoch noch vorbei, noch einmal vorbei und jetzt die Attacke. Am Oberschenkel getroffen, das ist sicherlich schmerzhaft. Die Sprechchöre sollen ihn aufmuntern. Bisher sein Tag. Herzog. Schinkels. Jack. Etwas zu leicht, diese Flanke
des aufgerückten Verteidigers. War wieder nicht ungefährlich, diese Situation, aber Schinkels ist da sehr gut mitgekommen gegen Harazi. Herzog. Ogris. Von der Idee nicht schlecht, dieser Pass, allerdings in der Bedrängnis und daher nicht angekommen. Kein Abseits, Rosenthal. Und das war Glück. Hat zurückgespielt auf Zohar. Vorne ist auch noch Tikwa gestanden. Hier dieser Pass. Einige brenzliche Situationen jetzt schon für die österreichische Abwehr. Rosenthal spielt da auf. Und Tikwa kommt nicht an den Ball. Polster. Chuck. Rosenthal. Franz Wohlfahrt hat heute schon einige Male die österreichische Mannschaft vor einem Verlusttreffer bewahrt. Adner. In der österreichischen Abwehr, da klappt im Augenblick einiges nicht. Schinkels. Chuck. Stöger, wieder Chuck. Polster. Und der Ball streift noch das Netz, allerdings von außen. Eckbälle und Freistöße haben die Österreicher geheim hier im Stadion trainiert am Dienstag. Batzinger! Schade, dass dort kein Österreicher gestanden ist. Robert Batzinger, die Happel-Entdeckung. Ogris. Zu weit. Jetzt hat man das Gefühl, als hätte die österreichische Mannschaft so einen kleinen Durchhänger.
Stöger. Schinkels. Noch einmal Stöger. So ungenau der Pass für Herz. Die beiden suchen einander immer wieder, aber jetzt haben sie sich nicht gefunden. Hasan. Dikwa. Achter. Ja, jetzt drängen die Israelis. Lange Minuten für die österreichische Mannschaft. Eigentlich unverständlich jetzt, dass sie dermaßen in Bedrängnis kommt. Holster hat hier den Ball erkämpft. Jetzt Artner. Rangelei hier. Reiter am Boden. Es dürfte es die erste gelbe Karte geben, und zwar für Klinger. So, und hoffentlich beruhigen sich die Gemüter jetzt wieder. Streiter angeschlagen und die gelbe Karte, hier sehen wir es auch im Inseat, für Klinger. ...24 Minuten noch, 3:1 für Österreich, durch zwei Tore von Herzog, eines von Polster. Für die Israeli war Zohar erfolgreich, und hier sehen wir noch einmal diese Attacke, die zur gelben Karte geführt hat. Artner und Klinger sind da aneinander geraten. Streiter kann weitermachen. Kommen sicherlich auch ein bisschen die Aufregung mit. Man hört die Schreie von der Betreuerbank und vom Spielfeld. Aus einem Freistoß haben die Israelis schon einen Treffer erzielt. Wieder Zohar. Und an die Latte. Also dieser Zohar, der verfügt schon über einen sehr gefühlvollen und scharfen Freistoßschuss. Hier noch einmal, wieder über die Mauer gehoben. Wohlfahrt wäre zwar möglicherweise dort gewesen, aber der Ball prallt an die Latte. Der zweite Lattenschuss. Der zweite Lattenschuss für die Mannschaft aus Israel. Ogris. Stöger! Jawohl! Das 4:1 durch Peter Stöger. Ein super Pass von Andreas Ogris.
und Peter Stöger in der 69. Minute aus der Bedrängnis gelingt den Österreichern der vierte Treffer zum 4:1. In den letzten Minuten war die österreichische Mannschaft doch einigermaßen unter Druck geraten. Und jetzt dieser herrliche Pass von Ogris auf Stöger und Stöger erzielt das 4:1 für Österreich. Hier noch einmal, der Pass genau über die Abwehr, ein perfekter Konter der österreichischen Mannschaft, die zuletzt in die Abwehr gedrängt worden war und Stöger erzielt also das 4:1. Ja, jetzt können die Österreicher wieder ein bisschen durchatmen, 20 Minuten noch. 4:1 für Österreich. Herzog. Artner. Sind schon heiße Duelle, die Artner und Klinger einander liefern. Abseits, abseits von Rosenthal. Keine Gefahr, ist schon abgepfiffen. Schinkels. Ogris, da muss er zurückkommen. Herzog hat ausgebessert. So, und jetzt ein Wechsel bei den Österreichern. Michael Bauer kommt anstelle des angeschlagenen Michael Streiter. Ein Innsbrucker ersetzt also den anderen. Die 71. Minute, dieser Wechsel. Wir werden sehen, wer jetzt der zweite Verteidiger ist. Entweder Bauer oder Watzinger. Prosenik. Polster. Ja, die Entscheidung war sicherlich umstritten, denn das erste Foul kam von Amar. Er hat zuerst gehalten, dann hat allerdings auch Polster geklammert. Watzinger, Stöger, Ogris, Schinkels, sehr schön laufen jetzt die Kombinationen. Das ist der Schiedsrichter Pinto Correira. Stöger. Zu nahe zum Tor, keine Mühe daher für Torhüter Ginzburg. ...15.000 Zuschauer sind immerhin hier ins Stadion gekommen. Am Anfang hatte es nicht danach ausgesehen, aber es gab lange Schlangen vor den Eingängen. Eine Einlage fürs Publikum von Frenkie Schinkels. Er ist ja ein Spaßvogel. Bei 4:1 kann man sich so etwas erlauben, aber die Österreicher dürfen nur ja nicht die Konzentration verlieren. Ah, und da ist Polster ausgerutscht in der Mitte.
Ogris wollte das besonders schön machen, hat einen Schuss angedeutet, zur Mitte aufgespielt und Polster ist in der Mitte ausgerutscht. Wohlfahrt. Auch er zählt heute sicherlich zu den starken Spielern in der österreichischen Nationalmannschaft. Stöger. Artner. Bauer. Wieder Artner. Legt ein enormes Laufpensum hin. Polster! Und jetzt haben auch die Österreicher einen Lattenschuss, Lattenköpfler von Polster. Hat sich jetzt nach der Pause mit seinem Tor sicherlich auch gesteigert. Hier die Flanke von Bauer. Polster plötzlich da, völlig frei und trifft die Latte. Noch einmal der Kopfball von Polster. Amar. Schon ein bisschen Verzweiflung dabei bei diesem Schuss von Amar. Kein Abseits. Ginzburg hat da genau gesehen, dass Polster noch aufspielen will. Zwei Mann waren in der Mitte frei. Berkovic. Zohar, der Schütze des einzigen Treffers. Oh, des zweiten Treffers. Hat hier Wohlfahrt überrascht. Sein zweites Tor in diesem Spiel. Nur noch 4:2 in der 77. Minute. Der Mann verfügt wirklich über einen unglaublich scharfen Schuss. Hier noch einmal. Der Ball springt auf, überrascht Wohlfahrt, der bisher so sicher gehalten hat. Und das 4:2. Hier noch einmal. Ja, da hat er gar nicht gut ausgesehen, der Franz Wohlfahrt, bei diesem Tor. So, und jetzt noch ein Wechsel bei den Österreichern. Hier die Superzeitlupe. Und da sieht man genau, wie wichtig so eine Kamera ist. Wohlfahrt überrascht, bekommt den Ball noch gegen die Schulter. Und dann ist er im Netz. Bei den Österreichern hat es mittlerweile einen Wechsel gegeben. Flögel ist für Schinkels gekommen. Da hat Ernst Happel wahrscheinlich diese Einlage nicht gefallen. Oder er hat gefunden, Schinkels bewegt sich jetzt schon zu wenig. Und auch ein Wechsel bei den Israelis. Driegs anstelle von Tikva. Artner. Nicht reklamieren, lieber laufen.
Beide Mannschaften haben jetzt das Austauschkontingent erschöpft. Gefährlich, Rosenthal! In einigen schwierigen Situationen hat Franz Wohlfahrt seine Klasse gezeigt. Die nächste muss er jetzt bestehen. Nein, jetzt hat Chuck noch zur Ecke gerettet. Mit diesem zweiten Treffer auch die Österreicher wieder unter Druck geraten. Dabei führen sie ja noch 4:2. Und jetzt Glück gehabt. Rosenik hat da den Ball durchgelassen, Wohlfahrt überrascht, aber auch die Angreifer, die dort parat standen, vor allem Hasan mit der Nummer 4. Hier noch einmal die Chance von Rosenthal. Zehn Minuten noch. Wieder Rosenthal. Watzinger. Da heißt schon einige Male tief durchatmen. Hens von Stöger. Schade, jetzt hätten die Österreicher viel Platz gehabt, aber mit der Hand darf er den Ball halt nicht mitnehmen. Die Österreicher haben viel gearbeitet, um diese dichte Deckung der Israelis zu knacken. Das macht sich jetzt wahrscheinlich auch doch in einem gewissen Kräfteverschleiß bemerkbar. Holster. So, müsste jetzt versuchen, das Spiel einmal wieder ein bisschen zu beruhigen. Flöge. Freistoß für die Österreicher, das gibt wieder Zeit. Herzog. Da hat er jetzt versucht, den Torhüter der Israelis Ginzburg mit einem direkten Schuss zu überraschen. Mit zwei Toren im Rücken kann man schon solche Selbstvertrauen entwickeln. Franz Wohlfahrt, besonders ehrgeizig, wird heute sicherlich nicht zufrieden sein mit sich selbst nach diesem zweiten Tor, das er kassiert hat, obwohl er einige sehr schwierige Situationen bereinigt hat. Stöger, Herzog, wieder Stöger, idealer Pass für Ogris und Tor, Andreas Ogris, das 5:2 trifft genau ins lange Eck. Beim vierten Treffer war es umgekehrt, Vorarbeit Ogris, Torschütze Stöger, jetzt Vorarbeit Stöger, Torschütze Ogris. 5:2 für Österreich in der 83. Minute. Hier der Pass ideal für Ogris gespielt. Und diesmal schießt er genau ins Lange. 5:2 für Österreich in der 83. Minute. Hier noch einmal. Ganz genau getroffen.
Und da zeigt er, das war sein Tor. Und jetzt bekommt auch er seine Sprechchöre. Und wir sehen hier noch einmal dieses Tor. Herzog! Die nächste Chance der Österreicher. Fast mit einem Eigentor. Der Israel ist abgeschlossen. Etwas mehr als 5 Minuten noch. Österreich führt 5 zu 2. 5 zu 2 für Österreich. So viele Tore hat die österreichische Mannschaft unter Ernst Happe natürlich noch nie geschossen. Der höchste Sieg bisher, das 4:0 über Litauen. Das war auch bisher der einzige Sieg unter Ernst Happe. Heute wird der zweite folgen und er ist in der WM-Qualifikation daher besonders wichtig. Und damit sind auch die Chancen der Österreicher, sich für die Weltmeisterschaftsendrunde in Amerika zu qualifizieren, wieder intakt. Im Augenblick halten die Österreicher sogar bei einer positiven Tordifferenz. 0 zu 2 in Paris, 5 zu 2 heute hier im Wiener Stadion gegen Israel. Watzinger, großartig. Rosenig, Herzog, noch immer Herzog, noch immer Herzog, rollt auf für Polster. Vielleicht ein bisschen zu lässig gewesen. Der Andreas Eisenbieger, wie ihn sein Trainer Otto Rehhagel bei Werder Bremen nennt, der hat sich hier mit einer großartigen Leistung wieder in der österreichischen Nationalmannschaft eingestellt. Er war die bestimmende Persönlichkeit in diesem österreichischen Team. Er hat die anderen mitgerissen, wie auch Peter Stöger, der hier wieder am Ball ist. Herzog hat auch die spielerischen Akzente gesetzt. Peter Artner ist durch seinen enormen Kampfgeist sehr positiv aufgefallen. Aber die gesamte österreichische Mannschaft hat hier eine sehr ordentliche Leistung gegen einen schwierigen Gegner gezeigt. 3 Minuten noch, 5 zu 2 für Österreich. Und dieser Sieg, der war enorm wichtig für den österreichischen Fußball. Flügel. Chuck. In einer Woche kämpft ja die Austria um den Europacup-Aufstieg gegen den FC Brügge im Hanapi-Stadion. Auch die Austrianer wird diese Leistung des Teams beflügeln. Rosenig, Ogris noch einmal. So, vielleicht geht's noch einmal. Rosenig. Bisschen zu weit, aber der Ball ist doch im Spiel. Herzog. Eckball.
Zuletzt hat es 5 Tore der österreichischen Nationalmannschaft im Jahr 1982 gegeben. Beim 5:0 über Albanien. 5:0 hat damals die österreichische Mannschaft gegen Albanien in der Europameisterschaftsqualifikation gewonnen. Also 10 Jahre lang gab es keine 5 Treffer der österreichischen Nationalmannschaft. Schack noch einmal. Hat sich da jetzt selbst ein bisschen ausgespielt. Die letzte Minute. Die 15.000 hier im Stadion wurden jedenfalls mit einer guten Leistung der österreichischen Mannschaft gegen einen schwierig zu spielenden Gegner belohnt. Die Österreicher haben einige Zeit gebraucht, um diesen dichten Abwehrriegel zu knacken, kamen auch bei den Konterstößen der Israeli einige Male in Bedrängnis, aber mit den 2 Treffern von Andreas Herzog gab es dann, abgesehen von 2-3 Durchhängern in der zweiten Hälfte, doch eine kompakte, starke Leistung der österreichischen Nationalmannschaft, die hier mit 5:2 führt. Jetzt läuft schon die Nachspielzeit. Überragend, Herzog, der zweifache Torschütze in der 42. und in der 45. Minute. Die weiteren Treffer von Polster in der 50. Minute, Stöger in der 69. und dann Ogris in der 83. Minute. Herzog noch einmal. Jack ist da mit nach vorne gekommen, aber der Ball war ein bisschen zu ungenau. Ernst Happel, völlig ruhig, emotionslos, wie immer sitzt er auf der Bank, aber er wird sich sicherlich freuen, dass diesmal sein Konzept so aufgegangen ist, dass ihn die Mannschaft für die bitteren 90 Minuten von Paris entschädigt hat mit diesem 5:2-Sieg hier im Wiener Praterstadion, der auch von den Zuschauern entsprechend gefeiert wird. Noch einmal die Torschützen, zweimal Herzog vor der Pause, dann Polster, Stöger und Ogris für Österreich, zweimal Zohar für die Mannschaft aus Israel. Die österreichische Mannschaft gewinnt.